Okay. ich weiß ja erst, was Duft da drin ist. Also der andere. Weil ich glaube, wir beide sind dann, also ich sowieso als DD. Verräter. Hey! Hier gibt's keinen Verrat. Noch ein Eskalator. Also das müsst ihr ausmachen. Ich kann, wie gesagt, nichts anderes als DD. Noch nicht. Die anderen Sachen, also mein Heiler ist leider nicht weit genug. Also entweder je nachdem halt Heiler oder ich weiß nicht, wer von euch heilen will. Was da eigentlich? Die sogar lieber. Wie gesagt, müsst ihr ausmachen. Ich richte mich nach euch. Da macht den Linienrichter. Ja. So in etwa, so in etwa. Sagt einfach Bescheid, wenn ich, ne? Und so. Nenn ihn Flitterflamme. Nein, Quatsch. So. Ich gebe allen Sachen irgendwie Namen. Albert kommt angerannt. Mit dem Mega-Flairz, hallo. Also mit 3 DDs rein oder noch einer Tank? Ich richte mich da ganz nach euch. Ich gehe hier mal kurz schließen. Ich habe leider nur den hier zur Auswahl. Wie gesagt, ich hab leider nur ein DD. Das andere ist nur nicht so weit. Ich weiß nicht, wer von euch noch den Tank kann. Aber auch kein Tank. Ja, Tank ist halt wie gesagt überhaupt nicht so. Ob die so meins.
Mario 50. Das Problem ist, ich kann halt wirklich leider nur mit DD dienen. Mit meinem Heiler 26 bringe ich uns noch nicht großartig weit. Ich kann schon den Gunbreaker. Gunbreaker. Ist das ein Tank? Mit Tank mag ich nicht. Jo, sind alle bereit? Subi. Oh Gott. Die Idee, der als Tank verkleidet ist. Okay. Ach, mal gucken. Ich bin halt so gern DD. Ich versuche mir hier gerade noch erst in die Heilerrolle einzufügen. Und tanken würde ich halt wirklich nur mit Leuten, die ich kenne. Erstmal. Um halt zu lernen. Üben. Übung macht den Meister. Nein, das ist cool. Ja, mein Druiden liebe ich auch. Wie sogar jetzt echt Berne. Aber halt immer nur Schiss beim Heilen, dass ich zu langsam bin. Oh mein Gott, mein Klasse in EW. Red Deutsch mit mir. Ich verstehe dich nicht. Ich kann kein Drachisch. So cool wie das auch sein mag, aber ich kann kein Drachisch. Nein, ist Übungssache, ja. Ja. Warte mal. Müsste es eigentlich sogar. Ich glaube, ich habe dich da sogar schon mal mit reingefügt. Warte mal. Ja, warte. Warte. Kriegen wir hin? Wo solltest du eigentlich? Ich bin sogar noch im. Könntest, glaube ich, in den Mod-Chat mit rein. Ich habe dich da zumindest jetzt reingeworfen. Wollte eigentlich gehen. Hoffe ich. Denke ich. Ja! Es geht! Katzen, während du gerade am Spielen bist und so weiter. Ich höre mich nämlich auch mega seltsam an. Was? Anderes und bin halt nicht zu Hause. Alles gut. Ach, jetzt hört man dich auch mal. wirklich so Luna. Luna ist, glaube ich, schon im Bett. Nona ist selten zu fett da. Ich höre Stimmen. Ja. Ich muss einmal ganz kurz die Musik runterstellen. Das höre ich alles, aber nicht dufte. Aber kommt das nicht öfters vor, dass wir Stimmen hören, Daddel? Am Stimmen? Was? Ja, meistens ist es Kaya, der dann so plötzlich einfach so auftaucht und einen erschreckt. Immer diese Wesen aus dem Nichts. Ja, ne?
Es gibt auch einen wunderbaren Clip, wo plötzlich Kaya reinkommt und ich mich erstmal zutiefst erschrecke und er dann nur irgendwann sagt so, hallo? Und ich dann überhaupt nicht mehr reagiere, weil ich einfach nur fertig bin. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass er plötzlich in den Discord kommt. Wo ist der überhaupt? Warum stirbt er nicht mit? Kaya ist schon im Bett. Kaya hat sich verkrümelt. Rechtzeitig. Aber Kaya... Auch nur hier, um deine Reactions beim Boss live zu hören. Oh, scheiße. Kacke. Also, scheiße. Kacke. Ich sterbe. Das willst du echt live hören? Scheiße. Ja, sicher. Hallo? Das macht die Dungeons doch erst richtig interessant. Vorher geht dir gar nichts. Sei froh, dass du bei Midgard-Sormann nicht dabei warst. Das war Angst, Schrecken pur. Panik. Beim vierten Mal haben wir es dann auch geschafft. Ich bekomme den Dungeon auch super selten, aber ich weiß, dass ich ihn geliebt habe, weil wir so oft dran gefailt sind damals auf 50. Es gab immer so einen Dödel, der es nicht ganz gepackt hat, wie man die Ads richtig zieht oder mal von ihm wegzugehen. Also es gibt so diesen einen Spot, wo man halt eben wirklich immer einfach nur so zwei Schritte nach links oder zwei Schritte nach rechts laufen muss, um safe zu sein. Ja. Beim vierten Mal habe ich es auch kapiert. Ja, genau, man muss es halt eben erstmal begreifen. Und sie auch sehen. Ja. Also Hybrid hat, ich glaube, damals den Tank gemacht. Der hat das live miterlebt. Einmal bin ich die ganze Zeit nur gestorben. Das andere Mal haben wir es bis kurz vor Ende geschafft. Danach habe ich, glaube ich, den Fehler gemacht. Und ich glaube, einmal war tatsächlich der Heiler, glaube ich, schuld. Da hatte ich dann ausnahmsweise mal nichts gemacht. Aber ich war dann schon so leicht panisch. Vor allem, als ich dann irgendwann auf die Uhr geguckt habe und dachte, scheiße, ich wollte eigentlich vor 2 Stunden ins Bett. Klappt super. Nicht. Güte, das ist, ja genau. Das war scheiße. Mir läuft immer noch der Angstschweiß runter. Ich hatte das zum Glück seitdem auch nicht mehr. Da warst du schon. Ey! Nicht nur. Ich war zweimal schuld. Bewusst schuld. Also das erste Mal war ich definitiv schuld. Das zweite Mal war ich nur gestorben und das dritte Mal? Ich weiß gar nicht mehr, müsste ich mir nochmal angucken. Aber Hauptsache, die letzte AOE geht noch durch. Ja. Ich denke, wenn die Gruppe wegen einem fehlt, dann hat die Gruppe versagt und einfach Pech gehabt. Wir schieben es aufs Pech, ja? Wir hatten einfach nur Pech. Es ist einfach nur blöd gelaufen. Ich war froh, dass ich da nicht heiler war. Weil das an Edpost nicht schnell genug davon bekommen haben. Stimmt, das eine Mal habe ich es nicht in den Schilder reingeschafft. Da habe ich das nicht gereilt. Das war, glaube ich, das erste Mal. Da habe ich das überhaupt nicht. Ich will da nicht runter.
Oh, dieses Knacken aus Herr der Ringe hätte ich jetzt gerne. Einmal knack, Bein gebrochen. Wegkumpeln. Oh, das war aber echt böse. Wie oft man daran gestorben ist, nur weil man nicht von den Gegnern fliehen konnte. Hatte ich gerade erst. Wetterspitze. Ja. Und dann die ganze Zeit lief's super. Immer geschafft, immer überlebt. Und beim letzten Mal, oh scheiße. Ach, wo lande ich? Ja, bei der Herberge. Geil. Ja, war funny. Wetterspitze war auch ein geiler Dungeon. Das Coole ist, dass Schlacht um die Wetterspitze hatte damals einen Bug in der in der 1.0er Version. Und zwar, da kommt ja am Ende dieser Trollkampf. Und der Troll, der wurde erstmal von dem ersten Boss, den man besiegt, freigelassen. Und wenn man den zu schnell plattgeprügelt hat, dann ist der nicht ausgelöst und der Troll kam nicht. Und dann saß man da als Gruppe fest. Oh, scheiße. Musste man halt eben extra noch auf den GM warten, damit der einen freispielt. Oder den Boss freigibt. Oh Mann. Richtig ärgerlich. Ja, glaube ich. Ja, ich und Kaya kamen da überhaupt nicht klar. Wir sind, ich glaube, zweimal gestorben. Und dann hat uns noch jemand auf dem Chat geholfen. Der uns dann da mit durchgeprügelt hat. Der zum Glück noch ein Level 26er Char, glaube ich, hatte. Mit dem wir es dann Gott sei Dank geschafft hatten. Ja, die Dungeons selber sind halt eben auch noch komplett für dieses alte Gameplay halt eben ausgelegt. Die haben da gar nichts dran geändert. Was es halt eben echt unglaublich schwierig macht, dort vernünftig Fuß zu fassen. Ja. Ich bin ja mal gespannt, wie es bei den etwas neueren ist. Kenne ich ja so noch gar nicht. Und wie weit bist du jetzt bei Herr der Ringe Online? Oh, wir sind, wie gesagt, gerade erst so Wetterspitzenregion. So, na. Also, etwa, fast Level 30, sag ich mal. Fast Level 30. Die ganze Zeit verwüstete Lande sagen. Auf jeden Fall hinterm Breland, ja. Ich glaube, einsame Lande. Einsame Lande, ja, das passt. Da, wo auch die letzte Brücke steht. Ja, also wir waren sehr, sehr lange im Auenland. Ja, da kann man echt lange questen. Ja, ich wollte Kai auch so ein bisschen quälen. Aber er hatte zu dem Zeitpunkt auch noch kein Reittier. Es wäre schneller gegangen. Aber wir hatten auch nur das Problem, dass er sich erst keins kaufen konnte. Dann hieß es halt, ja, nur ab VIP. Dann hat er sich VIP gemacht, dann ging es erst auch nicht. Dann habe ich in-game nochmal geguckt, weil ich war Gott sei Dank noch VIP. Und dann, ja, da konnten wir uns ein günstiges Reittier für ihn leisten. Und ja. Armer Kaya, ja, ich weiß nicht. Aber der Chat war auch nicht ganz ohne. Wir hatten ja kurzzeitig für Kanalpunkte Lass Kaya leiden. Aber das ist tatsächlich nicht auf meinem Mist gewachsen, ich weiß nicht. Irgendjemand hatte die Idee, oh ja, lass Kaya leiden. Für einen Catpow, also für einen Kanalpunkt. Mhm. Ja. War lustig. Ist aber raus. Kaya zuliebe, wir wollen ihn ja nicht komplett vergraulen. Es reicht ja, dass ich ihn mit den Indies hier in etwa 14 schon leiden lasse. Unbewusst. Wobei ich ihn wenigstens am Leben halte. Das habe ich bisher wenigstens hingekriegt. Muss Daddel gewesen sein. Ich hole mal den Fisch aus dem Hof. Ja, ja. Yeah.
wir da, keine Ahnung, wovon wir da reden. Ja, ja. Daddl. Mhm. Ja, ging wegen Kai allein noch. Weil so. ich glaube, es war wirklich Daddls Idee damals. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Schon zu lange her. Ich habe keinen zweiten Monitor gerade. Ich sehe den Chat nicht. Man weiß erst, was einem fehlt, wenn man es nicht mehr hat. Ja, das war echt so. Also ich würde meinen zweiten Monitor möchte ich auch nicht mehr missen. Ich habe damals immer gesagt, ich brauche keinen. Böser Fehler. Ich bin mittlerweile fast so weit, dass ich sogar so einen dritten bevorzuge. Richtig schlimm. Ich auch. Aber gerade wenn ich so, wenn ich halt eben so von der Konsole aus spiele, dann merke ich halt eben, dass ein dritter Monitor noch um einiges geiler wäre. Das stimmt. Na, mal gucken, Ende des Jahres vielleicht dann der dritte. Mal schauen. Ja, es ist halt praktisch, weil eigentlich, ich bräuchte einen Monitor halt für OBS, dann halt den, worauf ich zocke, und dann eventuell noch einen für Discord, beziehungsweise halt, wenn ich mal nach Sachen suchen möchte, ohne dann halt ständig rauszugehen und zigtausend Tabs da öffnen in zig verschiedenen Fenstern. Das ist sowas von ätzend. Meine Rede. Also das ist echt so. Gerade wenn du halt eben streamst, ist es gefühlt mehr Monitore bringen auch mehr. Ja. Also ich hätte nie gedacht, dass ich echt mal mehr Monitore bevorzuge, aber jetzt allein durch Stream denke ich mir auch so, Alter, ich brauche einen dritten Monitor. Geht gar nicht. Hört mir gerade vom Boss. Der ist eigentlich ziemlich angenehm. Also, er ist ein bisschen knifflig auf seine eigene Art und Weise, aber er macht Spaß. Er ist nicht so eintönig wie andere Dungeon-Bosse. Okay, ich bin gespannt. Der ist easy, ja. Mal gucken. Bammel, Schweiß, Bammel. Panik, Herzrasenpuls 200. Hörchen. Irgendjemand wohnt. Ah, toll. Also ich, ne? Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ich es verkacke. Alles wartet. Hallo. Wie gesagt, es gibt keine Hilfen von mir. Ich musste alles selber herausfinden. Okay. Aha. Ich auf dem Stream-Chat antworten kann. Ja. Also wie gesagt, ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ich es verkacke. Nicht. Oh, dreh ihn mal bitte um 180 Grad, Tank. Ja, man tankt Gegner nicht in die Gruppe. Vor allem Drachen speien sehr gerne Feuer. Liebe Drachen, aber ich hasse Feuer.
Hi. Guck mich nicht an. Ich mag es nicht, von Drachen angestarrt zu werden. Bei guter Aktion von unserem Heiler Estinien zu heilen. Noch ein Grund, warum man hier den Boss nicht in die Gruppe ziehen sollte, oder zumindest zum Eingang, das kann ich mal sagen, ist, weil der Drache natürlich Feuer pustet. Und wenn Estinien stirbt, ist der Kampf verloren. Alles gut. Ja. So knapp drin. So knapp. Über einen Millimeter. Ich sterb dann mal. Da kam ich nicht mehr rechtzeitig ran. Soll ich ein bisschen was erzählen, wie ich gestorben bin? Ja. Wenn du magst. Ich wurde... Bitte? Wenn du magst. Einer der beiden DDs wird zufällig ausgewählt und in eine Art Gefängnis gesteckt. Und er kann selber nicht angreifen in der Zeit. Die anderen sollten versuchen, ihn rauszuholen, ansonsten wird er einfach ge-one-shot. Das ist egal, ob er volle Lebenspunkte hat oder nicht. Ach du Scheiße. Deswegen konnte ich immer meine Tode ansagen. Ah. Oh Gott. Ich habe Kuscheldrachen lieber. Und genau, das dritte Gefängnis, das ging auf einen Heiler. Und ich war nicht schnell genug am Leben, um ihn da wieder rauszuprügeln. Okay. Das wird. Also wenn du so einen komischen großen Ball auf dem Kopf hast, dann weißt du, dass du gleich nicht mehr angreifen kann. Ah, okay.
zu wissen. Wir tun einfach, als wäre nichts passiert. Ist ja auch nichts passiert. Wie, was war was? Nee. Mein Name ist Hase, ich weiß für nichts. Ich bin doch zum ersten Mal hier, hallo. Ja, Tachin, ich kenne dich noch nicht. Schön, dich kennenzulernen. Ich bring meinen Spielgefährten nach vorne. Ach ja. Der Schaden auf das Tinien geht jetzt auf meinen Mist. So, das ist der Kreis, von dem ich geredet habe. Ja, okay. Genau, und da unten ist so eine Pechkugel und die muss man kaputt schießen, bevor sie durchgecastet hat. Weil sonst explodiert sie und der Spieler, der in dieser Pechkugel ist, ebenfalls. Ja, der hat dann Pech, ne? Genau. So eine richtige Pechkugel. Also Doppelpech. Quasi. Genau. Und zu Estinien. Look at the dragon. Hübscher Drachi. Ich nenne dich jetzt Drachilot. Ja, ich gebe den Drachen hier einfach meinen komischen Namen. Midgard Sommer heißt übrigens einfach nur Drachi. Weißt du, so der übelste, mächtige Drache und hat einfach den Namen Drachi. Hol mich hier raus. Hol mich hier raus. Danke. Ja, du. Oh Gott. Yay. Witz. Ohne Tote. Ja. Das erste Mal ist nie passiert. Oh, das war ein wunderschöner First Way. Ich bin super stolz auf die Gruppe. Hat doch funktioniert. Was denn? Daddel Drachi ist ein wirklich toller Name. Drachi ist einzigartig. Sag nichts gegen Drachi. Drachi ist toll. Ach ja.
Dafür, dass zwei zum ersten Mal hier waren. Das ist schon gut. Es ist nie auch nur das Geringste passiert. Ihr habt dich das Geringste gesehen. Also was? Hallo Auge. Der Dungeon auf 57 wird lustig. Oh yeah. Also wird er nicht lustig. Nochmal Drachilot. Drache. Armer, armer Drache. Black Power Ranger digitiert zu Red Power Ranger. Scheiße. Jetzt kann ich den nicht mehr ernst nehmen. Du bist doch vorher auch schon nicht. Nee, das stimmt. Red Power Ranger. Toll, jetzt habe ich das immer vor Augen. Boah, das ist doch voll die Idee. Bau deine FG auf und nenn sie Power Ranger. Ja, das wäre mega. Oh, scheiße, ey. Ah, herrlich. Endlich hältst du sie in Händen, Haldrad. Vater, Nidhogg ist besiegt. Beide Augen beraubt, ist selbst einer der Hohn. Seinem Schicksal ausgeliefert. Doch wie groß war unser Opfer?
Deine unbedachte Tat, Vater, hat meine Kameraden das Leben gekostet. Du hast den Vertrag gebrochen und Ratatos getötet, um dir die Kraft ihrer Augen einzuverleiben. Hättest du das getan, wenn du den Preis gekannt hättest? Immerhin ist nur einer der 7 Drachen in Dravania zurückgeblieben. Reswelge, der sich schweigend verbirgt. Nun, da wir 2 weitere Drachenaugen besitzen, wird ein Zeitalter des Friedens anbrechen. Du wirst ein guter Herrscher sein, Haldrad. Ich werde den Thron nicht besteigen. Und Frieden? Auch wenn Nidhogg besiegt ist, so hat er doch tausende Drachen im Gefolge, die nach Rache dürsten. Vor meiner Schuld kann ich nicht fliehen. Denn auch ich habe von dem Drachenauge gegessen. Bis der Tod meine Verfehlung tilgt, will ich als Ritter gegen die Drachen kämpfen, als Drachenreiter. Als Ritter? Aber was soll denn dann mit dem Thron geschehen? Ohne einen König ist das Volk nichts. Ein wirrer Haufen ohne Führung. Meine Freunde, solange das Reich edle Männer wie euch hat, fürchte ich nicht um das Volk. Wenn ihr meint, ein König sei unbedingt nötig, dann wählt einen aus eurer Mitte. Ich werde Buße tun. Mit meiner Lanze und meinem Leben will ich unser Volk vor der Rache der Untiere bewahren. Der Rache, die mein Vater auf uns zog. Nach dem Sieg? Nach all den Opfern? Was soll nun aus uns werden? Uns bleibt nur, seiner Weisung zu folgen. Lasst uns das Reich gemeinsam führen. Ich steige aus. Ich habe Haldrad Treue geschworen, nicht dem Reich. Wenn wir keinen König haben, kann ich kein Ritter sein. Du legst die Lanze nieder? Aber was willst du denn machen? Ich werde eine andere Pflicht erfüllen, die eines Sohnes. Mein Vater hat ein Gasthaus. Ich werde als Wirt in seine Fußstapfen treten. Schluss mit Kampf und Verrat. Also, nur wir 4. Fontan, Ayanat, Durandir und Semael. Die Führung Ishgards liegt in unseren Händen. Sollen wir also einen König wählen? Wer letztlich auf dem Thron sitzen wird, ist nicht so wichtig. Eher müssen wir dafür sorgen, dass wir bis dahin nicht den Rückhalt des Volkes verlieren. Niemand außer uns kennt die Geschichte. Es ist besser, wenn wir für uns behalten, wie es zu diesem Krieg kam. Alles in Ordnung? Du
hast Nidhoggs Vergangenheit gesehen? Und wie der Kampf vor über 1000 Jahren endete? Die offizielle Gründungslegende Ishgards besagt, dass unsere Vorfahren einst unter der Führung von Thordan dem Ersten nach Körthas einwanderten. Als sie eine Schlucht durchqueren wollten, wurden sie von Nidhogg angegriffen. Sie setzten sich verzweifelt zur Wehr. Thordan fiel im Kampf. Doch sein Sohn Haldrad, den wir als den ersten Dragon und legendären Azur-Drachenreiter kennen, besiegte Nidhogg. Der Legende nach stach er dem Drachen dieses Auge aus. Das Drachenauge wurde bis heute als Staatsschatz Ishgards bewahrt. Und alle Azur-Drachenreiter bezogen ihre enorme Kraft aus diesem Objekt. Du sagst, du hättest gesehen, dass Haldrad dem Drachen beide Augen raubte. Wenn deine Geschichte stimmt, dann frage ich dich, was habe ich Nidhogg da gerade ausgestochen? Ich will das Ding nicht haben. Wir haben wohl noch einige Rätsel zu lösen. Ich will das Ding nicht haben. Ich will kein Auge mit mir rumtragen. Hallo. Fragt mich mal jemand nach meiner Meinung? Ich sitze hier auch noch. Okay. Dann nicht. Also wie jetzt endlich hält. Sehr geil. Knapper Sieg, aber wir haben es geschafft. Es war mir eine Freude, Kriegerin des Lichts. Nidhogg ist außer Gefecht gesetzt. Ich würde ja gleich nach Ishgard zurückkehren, aber... Lass uns Reswege noch einen Besuch abstatten. Deine Geschichte lässt mir keine Ruhe. Ich muss wissen, was sich damals wirklich zugetragen hat. Aber ich will das Auge nicht. Okay.